Was? Da, schau mal da! Siehst du das? Das ist doch einer dieser Öko-Terroristen! Hey! Hey! Hey du! Ja, du, bleib mal stehen! Moin, warum schreist du hier so rum? Ja, ich bin ganz erschrocken von so viel militanten Auftretens. Nö, ich trete immer da auf, wo es um Natur geht. Das ist das, was da hinter uns hier anfängt. Das geht ungefähr noch 400-500 Meter weiter. Ist aber nicht mehr lange zu sehen, weil die Universität hat beschlossen, hier ein Wassersportzentrum zu bauen. Unsere Universität ein Wassersportzentrum? Ja, die Leipziger Uni. Surfen ist doch gut. Nee, ist total geil, aber nicht hier. Warum nicht? Weil wir hier 400 Meter Röhricht haben. Das ist nach Bundesnaturschutzgesetz geschützt, eigentlich. Wie heißt das? Röhricht. Röhricht. Oder auch auf Deutsch Schelfgürtel. Ja, also ein bisschen röhricht ist, ich bitte dich. Ja, ein bisschen ist viel, weil das hat 25 Jahre gebraucht, bis es so aussah, wie es jetzt ist, nachdem der Tagebau geschlossen wurde und hier jetzt die Landschaft vernarbt ist, soll es wieder umgegraben werden. Die Narben werden wieder aufgerissen. Und wir haben viel zu wenig Natur. Aha, also hast du einen Gegenvorschlag? Ja klar, die Magdeburger Halbinsel ist hier 500 Meter entfernt und da liegen alle Anschlüsse. Das Ding da ganz hinten, meinst du das? Naja, das sind 500 Meter von hier und da fährt schon heute der Bus. Und Parkplätze gibt es auch schon und die Leitungen sind alle da. Die Alternative ist viel besser. Jetzt mal Tacheles. Ja. Warum denn nicht hier? Weil hier die Natur sich so entwickelt hat, wie sie jetzt zu sehen ist. Und 123 geschützte Arten ist schon sehr, sehr viel. Da ist der Zilpzalp dabei, da ist der Pirol dabei, Grünspecht, Grauspecht, bis hin zu Greifvögeln. Aus dem Dorf kommen ungefähr 14 Fledermausarten hier hin zum Jagen. Die Uferschwalbe nistet hier, die bauen Höhlen in Abbruchkanten. All das wird es dann nicht mehr geben. Ja, also ich glaube, die Universität wird da eine nachhaltige Entscheidung treffen. Und ich wünsche bis dahin erstmal. Wir machen laut, damit die das auch hören. Viel Glück. Viel Glück. Im Sinne unserer Arten. Ja, genau. Ihnen auch. Dann viel Spaß noch.